Wenn man bei Wikipedia nach Applaus sucht, das ist ein Begriff, mit dem ich mich viel in den letzten Wochen beschäftigt habe, wird man weitergeleitet auf den Eintrag zu Beifall, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich habe mir mal ausgedruckt, was man da so findet über Beifall. Beifall ist laut Wikipedia der Ausdruck der Billigung oder des Gefallens einer Darbietung. In Europa und Amerika wird Beifall meist durch Klatschen mit den Händen kundgetan. In Ungarn wird rhythmisch geklatscht. Bei Standing Ovations muss zwischen der Begeisterung für eine künstlerische Leistung an diesem Abend oder der Ehrerbietung für ein Lebenswerk unterschieden werden. Im Mittelalter war es üblich, mit der flachen Hand auf den Tisch zu schlagen und anerkennende Rufe auszustoßen. In akademischen Kreisen hingegen wird statt des Klatschens mit den Fingerknöcheln auf Pulte oder Tische geklopft und äußerst selten zur Verstärkung mit den Füßen getrampelt. Und so weiter und so weiter. Liebe Freunde, ihr fragt euch vielleicht, warum erzählt euch der Banaschak jetzt was von der Kulturgeschichte des Beifalls? Warum lese ich euch das vor? Weil es zeigt, dass Beifall und Applaus eine freundliche Geste ist, die anerkennt, über die man sich freuen kann. Aber selbst in den Bereichen, wo es komisch wäre, auf diesen Applaus zu verzichten, wenn es ihn nicht mehr gäbe, im Theater, in der Oper, käme niemand auf die Idee, dass Beifall eine angemessene Entlohnung und gute Arbeitsbedingungen ersetzen würde. Und deshalb frage ich mich, warum hat sich Monate nachdem auf den Balkonen dieser Republik Menschen Beifall gespendet haben, für die da geklatscht wurde, so wenig geändert? Warum haben Pflegerinnen und Pfleger, VerkäuferInnen, ErzieherInnen, Paketboten, Menschen bei den Lieferdiensten heute genau die gleichen Arbeitsbedingungen, häufig schlechte wie vor wenigen Monaten? Und warum haben Sie keinen Cent mehr in der Tasche? Ich finde, das muss sich ändern. Und wer will, dass sich das ändert, muss eine Partei wählen, die den Mut hat, diese Veränderungen beherzt anzugehen. Das ist Bündnis 90 Die Grünen. Und ein Applaus, aus dem nichts folgt, das ist doch ein Symptom für eine Politik der Großen Koalition im Bund und der Landesregierung, die jetzt schon wieder zu ihren kleinen, ich würde sagen viel zu kleinen Schritten zurückgekehrt ist. Was haben wir im März diskutiert? Ganz grundsätzlich. In was für einer Gesellschaft und in was für einer Welt wollen wir eigentlich leben? Wie wollen wir zukünftig arbeiten? Wie wollen wir zusammenleben? Was ist der Wert von Solidarität? Was ist die Rolle und was ist der Sinn eines starken und vorsorgenden Staates, der insbesondere für die Schwächsten da ist? Das sind die Diskussionen, die wir führen müssen, und man hat manchmal das Gefühl, manche wollen schon gar nicht mehr tun. Es hat sich ein Fenster geöffnet, und ich bin überzeugt, dieses Window of Opportunity echter Veränderung für einen neuen Gesellschaftsvertrag, für einen Green New Deal in all seinen Dimensionen, dieses Fenster müssen wir jetzt nutzen. Für ein Gesundheitssystem, das den Logiken der Profitorientierung entzogen ist. Für eine soziale Sicherung, die allen Menschen ein Leben in Würde sicherstellt und ihnen die Angst vor dem Abstieg ins Nichts nimmt. Und ja, auch für gleichberechtigte politische, demokratische, gesellschaftliche Teilhabe aller, die hier leben. Das ist das, wofür wir Grüne kämpfen. Und liebe Freundinnen und Freunde, meine Familie kommt ursprünglich mal aus Polen. Meine Urgroßeltern sind ins Ruhrgebiet gekommen vor gut 100 Jahren, weil es hier Arbeit gab. Und bei ihnen in ihrer Heimat Elend und Armut. Wenn meine Großeltern früher ans Telefon gegangen sind, klang das ungefähr so: Banaczak. Wenn sie gut gelaunt waren, ein bisschen freundlicher: Banaczak. Meine Großeltern wollten dazugehören in diesem Land. Und um dazuzugehören, mussten sie sich anpassen. Sie haben nicht mal ihren Namen polnisch ausgesprochen, wie es eigentlich ist. Die Geschichte des Ruhrgebiets und Nordrhein-Westfalen ist stolz auf seine Geschichte. Es ist eine Geschichte des Ankommens und des Hierbleibens, des Anpackens und des Mitmachens. Aber ja, es ist auch eine Geschichte des Kampfes um Anerkennung, eine Geschichte der Assimilation viel zu lange. In meinem Zivildienst in der Altenpflege hatte ich einen Kollegen, der hieß Jascha. Y-A-S mit Kringel A-R, gar nicht so schwer. Die meisten im Team haben ihn Sascha genannt, weil das für sie leichter war. Was für eine Geringschätzung. Ich finde, es ist das absolute Recht eines jeden, dass wir uns bemühen, seinen Namen richtig auszusprechen. Damit fängt es an. Und wer hier lebt, egal ob er selbst mal hier zugekommen ist, seine Eltern oder Großeltern, muss nicht mehr sich unterordnen und anpassen, um mitspielen zu können. Wer hier lebt, hat das Recht auf volle Teilhabe. Dafür kämpfen wir.
Und das heißt, dass wir die Realität einer Einwanderungsgesellschaft zur Kenntnis nehmen und gestalten müssen. Das heißt, dass wir unser Bildungssystem anschauen müssen. Meine Geschichte ist die eines Bildungsaufstiegs. Ein altes sozialdemokratisches Versprechen. Aber dieses Versprechen, und das sehen wir, ist es brüchig geworden. Unser Bildungssystem reproduziert soziale Ungleichheit, an manchen Stellen verschärft es sie, anstatt es sie auszugleichen. Damit das anders ist, muss sich auch unser Bildungssystem öffnen für eine Einwanderungsgesellschaft. Denn Bildung fürs 21. Jahrhundert heißt auch Bildung für alle, die hier leben und nicht nur für einige. Und Einwanderungsgesellschaft heißt auch der klare Einsatz gegen Rassismus, jeden Tag, immer und überall. Der Einsatz dafür nicht nur in den USA, sondern auch hier: Black Lives Matter. Schluss, aus. Und es heißt auch, dass wir aufstehen gegen jede Form von Hass, von Ausgrenzung, von Diskriminierung, von Benachteiligung. Das heißt, dass wir aufstehen für eine Gesellschaft der vielen, in der wir in all unserer Unterschiedlichkeit gleich an Rechten und gleich an Würde sind. Und das heißt, aufzustehen für die Demokratie. Als ich vor 2 Jahren bei meiner Bewerbungsrede gesagt habe, Nazis wie Gauland müssen wir, wo immer wir ihnen begegnen, das Handwerk legen, hat das einige provoziert. Hier nicht, da draußen. Manche haben es auch vielleicht bewusst falsch verstanden. Ich habe gesagt, Nazis müssen wir das Handwerk legen. Nicht, Nazis müssen wir einen Handschlag geben, so wie es Thomas Kemmerich in Erfurt getan hat. Und deshalb ist klar, Demokratinnen und Demokraten dürfen niemals gemeinsame Sache mit Faschistinnen und Faschisten machen. Dort, wo die Grenze zwischen der Demokratie und dem Autoritären aufgeweicht und überschritten werden soll, stehen wir auf und halten dagegen, damit diese Demokratie eine Zukunft hat. Auch das ist unsere Aufgabe als Grüne. Und für all das und für viel, viel mehr, vieles von dem, was Mona gerade gesagt hat, treten wir an. Am 13.09. in den Kommunen Nordrhein-Westfalen und ja, dann auch bei der Bundestags- und bei der Landtagswahl. Wir haben so viel erreicht in den letzten Jahren in der Partei, in der Fraktion, ein Mitgliederwachstum, das man sich kaum vorstellen kann. Ich habe versucht, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir nach der Landtagswahl 2017 die Erfolge einholen können, die dieses Land braucht, damit es sich positiv in die Zukunft entwickeln kann. Mit Touren, mit programmatischer Arbeit und damit, dass ich viel mit euch zusammen vor Ort war. Ich habe euch vor ein paar Tagen mitgeteilt, dass ich mich im nächsten Februar bei euch um mein Mandat im Bundestag bewerben möchte, weil vieles von dem, was ich gerade angesprochen habe, auch da verwirklicht werden muss. Diese Bewerbung hier ist mein Versprechen an euch, vielleicht auch meine Drohung, dass ich für die volle Amtszeit als Landesvorsitzender für diese 2 Jahre mein Amt ausfüllen und fortsetzen will. Und diese Amtszeit endet mit einem fulminanten Wahlkampf zur Landtagswahl 2022, mit dem besten Landtagswahlergebnis in der Geschichte der Grünen in Nordrhein-Westfalen, mit einem Koalitionsvertrag, der unsere Unterschrift trägt, damit wir NRW grüner machen können. Dafür kämpfe ich mit all meiner Kraft. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Felix Banaschak aus Duisburg, 30 Jahre alt. Ich bin seit 2 Wochen sehr glücklich verheiratet. Ich glaube, nach 2 Wochen wäre alles andere auch hoch irritierend. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn auch ihr mir euer Ja geben würdet, dass wir unseren gemeinsamen Weg fortsetzen können. Mit Mona, mit dem Landesvorstand, mit euch allen zusammen. Dafür bitte ich euch jetzt um eure Stimme und um eure Unterstützung. Vielen Dank.